Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Show von Path of Exile. Es ist ein kostenloses Action-Rollenspiel online, so Online-Action-Rollenspiel, und ich zeige euch dieses Spiel in diesen Let's Shows, paar Parts, vielleicht kommen dann noch mehr. Also eine Besonderheit im Vergleich zu Diablo, zu Sacred, zu Titan Quest und so, jetzt fragen wir mal das Attributs-System. Das ist hier. Also jede Klasse, zum Beispiel der Barbar oder der Krieger, der Warlock, ja, wie er auch heißt, kann sich hier, entweder hier oder hier, fängt er an und baut sich dann hier überall mal hin, wo der Spieler halt hingehen will, und bekommt dann für jeden Ding passive Boni, zum Beispiel hier zwei Handwaffenschaden, und hier zum Beispiel die Angriffsgeschwindigkeit mit zwei Handwaffen werden verstärkt um 4%, hier 10 Stärke mehr. Und die bekommen wir je Level bekommen wir einen, und später glaube ich durch Quests auch noch. Dann gibt es neu die Skills, lernt man durch Steine, die man im Inventar hier reinlegt und die wieder rausnimmt. So kann man zum Beispiel einen anderen Skill reinlegen, ich habe jetzt gerade keinen. Hier habe ich auch noch zwei, Ground Slam, Cleave. Mache ich den Sweep wieder rein. So, jetzt erscheint er hier wieder. Sweep. Das ist der Rundumschlag. Okay. Ja, ich habe schon ein paar recht gute Sachen gefunden. Und ja. Ah ja, die Farbe noch. Die roten sind die Kriegerfähigkeiten. Die blauen Slots sind für die Magier mit blauen Steinen, und die grünen Slots sind für die Geschick, kein Ding, zum Beispiel Assassinen und Bogenschützen. Das sind die Fähigkeiten. Und es bestimmt auch, wie stark man ist, wie geschickt man ist, wie intelligent man ist, welche Skills man einsetzen kann. Und ja. Habe eigentlich alles auf Maximum. Kurz zum zeigen. Hier habe ich noch ein paar Steine. Zum Beispiel die Eisenau ist eine Magierfähigkeit. Poisonau, Split Armor sind eher Bogenschützenfähigkeiten. Das Crafting-System ist noch gut. Kann man zum Beispiel Items verbessern und Sockel reinmachen. Dann gibt es auch Qualitätsstufen bei den Items, zum Beispiel gelb ist selten, blau ist magisch einfach, dann gibt es noch goldene, Uniques, einzigartige Items. So, jetzt schauen wir mal die Ding an. Quests sind hier. Ich muss Kill ein Brutus töten. Und ich muss Emperor's Road. Da war ich schon überall. Gehen wir mal hier hin. Da müssen wir zum Waypoint. Und jetzt müssen wir irgendwo hier uns durchkämpfen. Mal schauen, wie stark die Gegner hier sind. Machen wir mal die Map an. Footman's Casque. Ist ein Helm, ja. Kann mir Rundumschlag machen. Da reden ein paar im Chat.
Und die Fähigkeiten leveln auch ab, die die Fähigkeiten, die Skills. Und auch die Heiltränke haben Attribute, können sich auch verbessern, könnt ihr verbessern und alles mögliche. So, mal Skill Level up. Gehen wir lieber mal unten durch. Jo, es ist ein Action-Rollenspiel, wie gesagt, Monster kloppen, besser werden, bessere Items finden, spielen, kämpfen. Eigentlich das süchtig, das grundlegende süchtig machende Prinzip. Ich spiele es jetzt seit ungefähr einer Woche. Ja. Zum Glück habe ich den Schnelligkeitstrank getrunken. Und die Tränke heilen, laden sich wieder hoch auf, wenn man Gegner besiegt. Oder einfach Schaden zufügt. Da müssen wir aufpassen auf den Boss hier. So haben wir den. Und was hast du gedroppt? Nichts Gescheites. Das ist ein Maul, ein eine Keule, eine große Zweihandkeule. Also, jetzt haben wir hier zum Beispiel die Goatsmen, die Ziegenmenschen. Und hier die Flammen Helions. Auch diesen kein Problem. Die Dung-Helions sind hier. So, du gehst auch down. Du auch. So. Es gibt es so noch zum Spiel Dinger. Es ist kostenlos. Es wird durch den Itemshop hier unten finanziert, aber da ist jetzt kein Muss, nix. Ist eigentlich zu. Kommen wir hier nicht rein? Scheinbar nicht. Also da müsst ihr wirklich nichts kaufen, zum Beispiel ein Pet bekommen die oder ein besseres Haus. Wir können ja mal reinschauen. Online Shop. Oh. Da will ich jetzt nicht hin. Okay, ich zeig's dir mal anders mal. Oder das könnt ihr auch selbst anschauen. Ja. Hallo? So, also der Shop hat sich geöffnet in einem Firefox-Fenster, Browser-Fenster und dann stürzte Path of Exile ab. Mhm. Ich verkaufe mal die Sachen kurz und dann gehen wir ins Gebiet. Was ist das? Ah, das sind so ein Block-Handschuhe. Auch verkauft. So. Also man verkauft eigentlich, man tauscht die Items eigentlich. Kommen wir solche Sachen, solche Items hier, die man dann benutzen kann fürs Crafting. Zum Beispiel ein normales Item, ein rare Item. Zum Beispiel der da. Ja, der scheint gut zu sein. So. Mhm. Das aufkaufen. So. Gut, also gehen wir wieder. Wir müssen wieder hier hin. In die Rocky Climb.
Ja, auf Deutsch gibt es das Spiel noch nicht, aber es ist auch noch in der Open Beta Phase, also es wird wahrscheinlich zur Vollversion dann auch auf Deutsch erhältlich sein. Und eben, es ist komplett kostenlos, eben nur der Item Shop. Zusätzliche Item könnt ihr es ist jetzt schon wieder. Dieses Spiel mag mich nicht. Stürzt einfach mit im Aufnehmen ab. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Aber sei es drum. Wir machen jetzt einfach weiter. Die Monster sind hier noch tot. Können also einfach weiter die Gegend erkunden. Und suchen den Weg nach oben. Wahrscheinlich verträgt dieses Spiel auch Fraps nicht so. Und darum stürzt es wegen Fraps ab, weil ich habe recht lange, ich habe noch andere Charakter auf Level 10 gemacht oder so. Und also ausprobiert. Und da ist es wirklich nie abgestürzt. Das ist das erste Mal. Oder das zweite Mal. Toiletsch. Sind wir hier falsch? Ja, wir sind hier falsch. Wir müssen irgendwo anders entlang einen Weg finden. Da rüber vielleicht. Ah, Chest. Okay. Darüber. Okay, jetzt Monster. Ja, da waren ja auch schon, aber hier noch nicht. Ah, auch. Muss zuerst wieder aufgedeckt werden wahrscheinlich. Hier ist nix. Ja, wie kommen wir jetzt dort hoch? Hier rein irgendwo. Eigentlich müssten wir hier jetzt irgendwo raufkommen.